So, willkommen zurück zu einem neuen Video, heute in einem anderen Setting, aber es soll um den neuen Gautier Hoch 2 gehen, beziehungsweise heute auch im Vergleich mit dem alten, also der Urversion von 2005. Ja, also muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank an den Jan, der hat mich mal wieder versorgt mit dem Pröbchen. Das war auch damals bei dem Le Mal-Vergleich so, dem alten und dem neuen und auch hier jetzt wieder. Also fangen wir erstmal an so mit diesem Grundgerüst. Ne? Was macht den Duft so prinzipiell aus? Also es ist ein, also die Noten, ne, blende ich euch wieder ein. Es ist letztendlich so ein schöner, cremiger, moschuslastiger, ja, weicher, vanilliger Duft einfach. Ne? Also er hat schon so dieses sehr, sehr pudrige vom Moschus. Ich finde, das sticht sehr, sehr stark durch, muss man sagen. Er hat dann eben gleichzeitig eben so eine cremige Süße einfach. Es riecht nicht wirklich nach so Vanillin-Vanillig, also à la, ja, so wie jetzt sämtliche Gourmands und so. So in die Richtung geht es nicht, sondern es ist eher so pudrig-süß, cremig. Ich kriege auch manchmal so ein bisschen Handcreme-Vibes, so eine teure, luxuriöse Handcreme, so diese Ecke. Auch das würde ich so ein bisschen in den Vergleich so mit reinziehen. Also um einfach mal so dieses Grundgerüst abzuhaken. Wie ist jetzt aber der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten? Also, ja, der neue riecht für mich vor allem in den ersten Stunden etwas anders als der alte. Also wie gesagt, dieses Grundgerüst ist identisch, sage ich jetzt mal, und so nach 4 Stunden aufwärts sind die auch super, super ähnlich und super gleich, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber eben anfangs. Ich muss eigentlich nur den neuen riechen letztendlich. Der ist anfangs vor allem viel, viel interessanter, aufregender. Da geht ein bisschen mehr ab. Man kriegt irgendwie so ein bisschen mehr Noten raus auf jeden Fall. Ich merke auf jeden Fall irgendwie sowas. Ich würde fast sagen, leicht geröstetes, also eine geröstete Kastanie, wie man es jetzt auch bald mal wieder überall riechen wird. Irgendwie sowas kriege ich hier anfangs noch so ein bisschen raus, so eine herbe, ja eben, ich würde wirklich sagen Maronennote, irgendwas in dieser Richtung, aber auch ganz dezent, also wirklich dezent, eher im Hintergrund. Aber wenn man so side by side riecht, ist beim alten das irgendwie nicht vorhanden. Also der ist da no, ein bisschen, nennen wir es einfach mal langweiliger. Und ich muss auch sagen, beim Neuen, ich meine auch zeitweise wie so eine Pflaume sowas noch rauszuriechen. Also sowas in der Richtung, so eine, eher so eine, ja, schwere Frucht nenne ich es jetzt einfach mal. Also jetzt nichts Beeriges oder sowas, sondern wie gesagt, Pflaume könnte auch sowas leicht Kirschartiges sein. Aber auch das wiederum sehr, sehr dezent, ja. Irgendwie ist es ein bisschen interessanter. Und beim Alten, ja, da hat man einfach dieses Grundgerüst, das zieht sich von Anfang bis Ende einfach durch. Ich finde, da passiert so drumherum eigentlich nicht viel. Das macht ihn wirklich, wirklich, also ich finde tatsächlich uninteressanter als den neuen. Und ich sage selten, dass die neuen besser sind. Also in dem Fall, der ist ganz klar mein Favorit hier. Auch ist beim neuen, finde ich, die Performance und generell die Arsch viel stärker. Also kommt ja normal auch nie vor, ne? Aber in dem Fall fand ich es deutlich, deutlich stärker. Bestimmt so, nennen wir es mal in den Zahlen, so ein Drittel, ja, wenn nicht sogar mehr. Kraftvoller einfach und er wirkt auch so ein bisschen lebendiger, der neue Duft. Ne? Der alte so ein bisschen flacher und dezenter gehalten. So war für mich jetzt der Eindruck. Ne? Ich hoffe natürlich, ich kann es jetzt auch nicht 100% verifizieren, ob das jetzt wirklich von 2005 die Urformulierung ist, aber es ist definitiv der gleiche Duft, das kann man schon sagen. Nur wie gesagt, der neue bietet irgendwie ein bisschen mehr Facetten, er ist ein bisschen interessanter, aufregender und wirkt auch deutlich kraftvoller, lebendiger, das ist so prinzipiell das Fazit. Also ich muss echt sagen, mir ist das total vorbeigegangen mit dem Duft, mit dem Release, muss ich ehrlich sagen. Und das kam jetzt erst so hier in den letzten Tagen, Wochen wieder auf, dass ich das auch zugeschickt bekommen habe. Also wirklich nochmal danke an dich, sehr, sehr cool. Und habe gedacht, komm, ist eigentlich ein geiler Vergleich, passt ja gerade die Zeit. Mal wieder late to the party, aber was soll's. Ich muss sagen, es war eben auch eigene Neugier bei, hauptsächlich eigentlich wie immer. Und dementsprechend, ja, heute mal den Vergleich. Also wie gesagt, der neue finde ich wesentlich interessanter. Im alten kann ich nicht so viel abgewinnen. Aber auch überhaupt, das ist ein schöner Duft. Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht tatsächlich. Also so gesehen, hätte ich mal lieber den Release noch mitgenommen. Naja, sei es drum. Also in diesem Sinne, wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr die auch schon verglichen können, was zu sagen. Wer weiß. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.